Hugo Nielsen kommt zu uns aus Dänemark. Vielleicht eine kurze Geschichte zu ihm. Ich habe eine gute Kollegin, Freundin, auch hier Katrin Telitz, die hat mir vor vielen Jahren mal erzählt, was er akupunkturdiagnostisch oder akupunkturmäßig alles schon erlebt hat. Und hat mir so davon geschwärmt und hat gesagt, diesen Menschen musst du mal kennenlernen. Es hat nie geklappt. Ich habe irgendwann mal in Holland einen Kurs gegeben und in derselben Liegenschaft, im selben Gebäude, hat Hugo einen Vortrag gehalten und einen ganzen Kurs gegeben. Und dann hieß es, ihr müsst euch mal kennenlernen. Und so haben wir uns abends an der Bar in Holland bei einer Veranstaltung kennengelernt und sind dann draufgekommen, dass er eine ganz spezielle Art Akupunktur macht, die sehr energiemedizinisch ist, also weit über das hinausgeht, was man in der Akupunktur lernt. Und hier kommen wir wieder in das zurück, was wir schon von Professor Tewes gehört haben auch. Diese Psychoneuroimmunologie, das ist das, was er mit Nadeln letztlich bewirkt. Den Zusammenschluss von Immunsystem, Nervensystem, emotionalem System und das alles. Und das auf Akupunkturbasis. Und ich freue mich schon drauf, Hugo, dass du uns alles erklärst, wie das geht. Die Folien werden auf Englisch sein. Er spricht auf Deutsch. Hoffe ich. Hoffentlich. Du kannst auch auf Englisch sprechen, dann übersetze ich dich. Wir werden schon zurechtkommen. Also wenn Fragen sind von den Folien her, einfach stellen. Ansonsten wünsche ich Ihnen viel Vergnügen mit Hugo Nielsen aus Dänemark. Dankeschön. Ich will ganz klar und öffentlich sagen, wenn wir uns alles verstehen können, habe ich eine Handvoll von der, die, das, die gemacht und dann können Sie frei anwenden. Und dann hoffe ich, wir uns verstehen können. Das deutsche Sprache ist ein bisschen schwierig, aber ich habe ein bisschen geübt und hoffen wir, kommt durch. Ich habe die BBRS-Parallel-Akupunktur gefunden und entwickelt durch viele Jahre, 45 Jahre. Und in diesem Zeitpunkt habe ich herausgefunden, dass alle die anderen gekannten Akupunktursysteme sind in diesen BBRS-Parallel-Akupunktur eingebaut. Das heißt, die verschiedenen Akupunktursysteme sind ein Teil für uns alle oder drinnen in uns alle. Und ich habe auch herausgefunden, dass der Körper ist ein bisschen klüger als unser Verstand. Wir glauben, wir meinen, aber nur so ein kleiner Teil unserer Magenbereich sind ein bisschen klüger und weiß genau, was mit uns los. Ende zum alles wollen unser Magen der Mittelpunkt unseres ganzes Lebens immer bestimmen, wie unser Alltag vorgeht. Ich habe ein paar Worte, ein Parat. Gute und schlechte Neuigkeiten. Die schlechte ist, wir haben keine Schlüssel für unser ganzes Leben. Das Gute, Mitteilung, ist, dass die letzte Tür noch nicht geschlossen haben. Und zu diesen einen Tür habe ich eine kleine Schlüssel gefunden, bestehend von zwei Akupunkturnadeln. Also zwei identische, ohne Wirkung, Akupunkturnadeln in zwei identische Punkte, da die Möglichkeit haben, ein Gedächtnis in unserem Körper zu öffnen. Und das bedeutet, wenn wir unsere Behandlung mit das anfangen wollen, beginnt der Körper von sich selber spürbar zu merken, was im Körper los ist. Und das bedeutet, dass die Reaktionen von diesen ersten Einstücken wird
ein Reaktionsprofil öffnen. Und diesen Reaktionsprofil wollen uns, wenn wir das gelernt haben, erklären wir und wo wir die Behandlung fortsetzen sollen. Gut. Mit das im Kopf haben wir durch die 45 Jahre, wo ich praktiziert habe, herausgefunden, wie die verschiedenen Krankheiten, was wir behandelt hatten, dass wir ein ultimatives Behandlungssystem oder Akupunktursystem haben. In Folge 1969, und das ist genau mein Alter heute, das kann man nicht sehen, aber vielleicht hören. Da habe ich diesen Parallelakupunktur gefunden und entwickelt, aber auch der Theorie über die Zellenkommunikation. Und damals hat man offiziell in Dänemark mich als Idiot erklärt. Das freut mich heute, weil die ganze Welt forscht heute in Zellenkommunikation. Das Neueste in diesen Verfassung oder Verfahren ist, dass wir die Gedächtnis auch gefunden haben. Und wenn man das gemeinsam kalibrieren wollen, dann gibt unser ganzes Leben Meinung. Alles, was wir vorhaben heute, medizinische Behandlungen, alles, was wir mit Energetik beschäftigt, ist eingesichtet. Aber die sind aufgeteilt in Gruppen. Und jede Gruppe wird als, was ich meine, die medizinische verkehrte Wirkung in den Alltag, dass jede Kleine sagt, das ist mein Schloss, das ist mein Schloss, das ist mein Gebiet. Aber die verschiedenen Gebiete oder Schlosse sprechen nicht zusammen. Das ist die Fehler Nummer eins. Wenn etwas Neues kommt, wird abgewartet, weggeschmissen, weil das zerstört mein Interesse.